Sehe ich auch so, dass Achtsamkeit ist oft ein Cousin oder eine Cousine von Resilienzarbeit, die Fähigkeit zu sehen oder zu verstehen, was gerade los ist. Und laut Dr. Cross, der in New York forscht, sind die meisten Menschen bis zu 50% der Zeit nicht im Hier und Jetzt, der Wachzeit, sondern irgendwo in der Zukunft oder hadern mit irgendwas in der Vergangenheit oder denken über irgendwas in der Vergangenheit nach. Aber im Hier und Jetzt zu sein, wirklich verbunden zu sein, und Verbundenheit ist die Nummer eins Sache, die wir tun können, wenn wir mit all diesem zurechtkommen wollen, verbunden mit anderen und mit uns selber. Und das ist so paradox, weil wir gehen online, aber wir sind nicht verbunden. Wir sind Krass. mit etwas verbunden. Ja. Aber sobald wir in einem bestimmten Denksystem sind, Daniel Kahneman nennt das System 2 oder das langsame System, können sich Menschen nicht mehr verbinden miteinander. Ich kann, wenn ich eine schwierige Aufgabe durchdenke oder 73 mal 12 rechne, habe ich echt Schwierigkeiten, dich auch noch anzugucken. Aber das zentrale Nervensystem ist halt so mächtig, dass es ständig unsere Realität zusammenbastelt. Deine Realität ist nicht meine Realität. Deine Gefühle sind nicht meine Gefühle. Deine Angst von jetzt ist nicht deine Angst von morgen. Variation ist da die Norm, Krass. dass wir alles ausblockieren können, was hier unten passiert. Und da wird es gefährlich, weil ich glaube, solange wir einen Körper haben, ist ja auch eine mögliche Realität von morgen, dass wir auch das auslagern und nur noch im Internet existieren, sollten wir ihn auch nutzen, ehren, benutzen und uns darüber im Klaren sein, dass der auch eine ganz große Rolle spielt bei allem, was wir tun in der Welt. Deshalb ist ja auch jetzt dieses Thema Achtsamkeit und lebe in dem Moment und so weiter so wahnsinnig wichtig, ne? Dass man wirklich wieder zum Ursprung zurückkommt und sich darauf besinnt, hey, du hast einen Körper und du hast einen Geist und nutze es, versuche es zu pflegen und in einem guten Zustand zu halten, ne? Und ich sag mal, wenn du das machst, ist so meine Wahrnehmung, dann kommst du auch mit dem Thema künstliche Intelligenz und Fortschritt gut zurecht, weil du weißt ganz genau, bis dahin kannst du gehen und hier kannst du dich wieder rausziehen, oder? Das. Sehe ich auch so, dass Achtsamkeit ist oft ein Cousin oder eine Cousine von Resilienzarbeit, die Fähigkeit zu sehen oder zu verstehen, was gerade los ist. Und laut Dr. Cross, der in New York forscht, sind die meisten Menschen bis zu 50% der Zeit nicht im Hier und Jetzt, der Wachzeit, sondern irgendwo in der Zukunft oder hadern mit irgendwas in der Vergangenheit oder denken über irgendwas in der Vergangenheit nach. Aber im Hier und Jetzt zu sein, wirklich verbunden zu sein, und Verbundenheit ist die Nummer eins Sache, die wir tun können, wenn wir mit all diesem zurechtkommen wollen, verbunden mit anderen und mit uns selber. Und das ist so paradox, weil wir gehen online, aber wir sind nicht verbunden. Wir sind Krass. mit etwas verbunden. Ja. Aber sobald wir in einem bestimmten Denksystem sind, Daniel Kahneman nennt das System 2 oder das langsame System, können sich Menschen nicht mehr verbinden miteinander. Ich kann, wenn ich eine schwierige Aufgabe durchdenke oder 73 mal 12 rechne, habe ich echt Schwierigkeiten, dich auch noch anzugucken in der gleichen Zeit. Und das macht geistige Überforderung mit uns. Die kickt unser Gehirn in einen anderen Denkmodus und dann fällt Verbundenheit schwer. Wenn wir da aber immer sind, Leute, die posttraumatischen Stress erleben, sind oft in einer Art Rumination, also in einer Gedankenschleife, die negativ ist und kommen da nicht mehr raus, dann werden wir krank. Und wir werden so krank, dass es uns dann wahnsinnig schlecht geht. In allen Krankenkassen in Deutschland sind geistige Schwierigkeiten, geistige Herausforderungen, geistige Probleme und Krankheiten der Nummer eins Grund, warum die Leute nicht mehr zur Arbeit kommen. Es hat alle anderen Krankheiten überholt. In den letzten 10 Jahren hat sich das mehr als verdoppelt. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Wenn es den Leuten nicht gut geht, wenn die nicht verbunden sind mit sich, mit dem Team, mit der Chefin, dann verlieren wir uns selber, werden krank, geistig, ungesund, und bleiben weg. Und zwar lange. Und jemand, der mal wegen Burnout nicht mehr bei der Arbeit war, bei dem oder der ist es dreimal so wahrscheinlich, dass es wieder passiert. Und Oh, viele. okay. Viele Firmen haben noch nicht Systeme geschaffen, diese Leute auch wieder zu integrieren oder als Ressource zu benutzen für andere, damit sie nicht krank werden. Das machen wir in unseren Kursen zum Beispiel. Wir haben dann oft krasse Testimonials von Leuten,
die gesagt haben, ich bin irgendwann aufgewacht und habe gemerkt, ich bin nur noch der Anzug, ich existiere nur noch hier und sage mir, ich muss funktionieren, ich muss funktionieren, ich muss funktionieren. Wie kriege ich das denn als Führungskraft mit? Das ist ja extrem wichtig, dass ich als Führungskraft erstmal selber auf mich achte und weiß, wie es mir geht und auch dafür sorge, dass ich im Hier und Jetzt bin. Und wie kriege ich das denn mit? Was sind denn so Anzeichen bei meinen Mitarbeitern? In Zukunft wird das wahrscheinlich auch eine KI machen, die mit Herzratenvariabilität und Schweiß auf der Haut etc. verbunden ist und dir ein Warnsignal gibt. Da gibt es heute schon Apps für und Gürtel, wo man das messbar machen kann. Aber im Mensch-zu-Mensch-Kontakt gibt es die drei Indikatoren, die wir vorhin schon hatten: Vergesslichkeit, Gereiztheit und Schlafmangel. Oft ist es aber so, dass man im Verhalten etwas mitbekommt und dann eine Entscheidung hat. Nochmal nachzufragen, nochmal Raum zu geben. Weil viele Menschen, die das für sich wahrnehmen, und eine Sache, die mir oft gesagt wurde, ich hatte bestimmte Hobbys, wie Klavierspielen, Reiten gehen, spazieren gehen, und ich habe es einfach nicht mehr gemacht. Und viele Menschen fangen auch an, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Wie ich hänge 8 Stunden vom Computer in meinen Zoom-Meetings, und wenn ich dann mal Entspannungszeit habe, mache ich mir einen Film auf Netflix an. Also ich beschalle mich weiter. Und das ist oft ein Anzeichen, worauf man achten kann. Ich gehe nicht mehr zum Klavier, ich gehe nicht mehr zum Tanzen, ich gehe nicht mehr mit spazieren, ich gehe nicht mehr zu den Team-Events, ich verbinde mich nicht mehr mit anderen, ich verbinde mich vielleicht auch nicht mehr mit mir selber. Wenn man das als Chefin oder Chef mitbekommt, dann ein 1-zu-1-Gespräch zu suchen und Raum zu geben, und zu erforschen, was los ist, und einen Weg zurückzufinden zu einer Art Verbindung, ist dann sau wichtig und stark. Das heißt, ich führe Gespräche mit meinen Mitarbeitenden und versuche erstmal herauszufinden, was ist eigentlich los, ne? Gibt es da eine gewisse Tendenz zu Burnout oder zur Überforderung, und versuche auch das Vertrauen zu gewinnen und mit den Mitarbeitern dann zusammen Lösungen zu finden. Ja. Auch wie geht man dann auch im Unternehmen miteinander um, ne? Ja, und das Interessante ist, viele Führungskräfte denken, dann ist die Arbeitslast. Das ist es oft gar nicht. Also es ist gar nicht, wie viel man arbeitet, sondern laut Christina Maslach, das ist eine Burnout-Forscherin, die da auch sehr viel zu publiziert hat und gesprochen hat, gibt es mindestens 6 Faktoren, die da relevant sind, und Arbeitslast ist nur eine. Andere Sache ist Gerechtigkeit zum Beispiel im Team. Habe ich das Gefühl, dass die anderen gleich viel machen wie ich, gleich viel reinhauen sich, oder kriege ich das Gefühl, dass alles irgendwie auf meinen Schultern lastet? Ja. Und sowas anderes ist, weiß ich, warum ich das hier tue? Ne? Da wird ja oft gesagt, Purpose oder Zweck oder Sinnhaftigkeit. Sinn, ne? Sinnhaftigkeit in der Arbeit, wenn das verloren geht. Der Grad der Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Wie eng bin ich gefasst in meiner Arbeit? Oder auch, lerne und wachse ich hier? Also habe ich eine Zukunftsperspektive? Geht es irgendwo hin? Oder ist das gedeckelt? Fühle ich mich so, als ob ich dazu lerne, als ob ich etwas bekomme in der Richtung vom Arbeitsplatz? Und so gibt es eine Liste von Sachen, die oft übersehen werden von den Führungskräften, weil immer nur gesehen wird, willst ja nur weniger arbeiten und mehr Geld haben. Das ist aber oft gar nicht der Grund. Ja, ich sehe das ja an meinen Mitarbeitern auch, ne? Wann sind sie besonders gut drauf? Wann sind sie auch fröhlich und total engagiert? Und wann arbeiten sie einfach nur? Ne? Arbeiten sie auch einfach nur irgendetwas weg und sind auch nur vorhanden? Und ich muss da auch wirklich aktiv reingehen. Auch aktiv Gespräche führen, auch von mir erzählen, ne? Also wirklich auch Vertrauen aufbauen und auch das Unterbewusstsein auch aktivieren. Und dann fließen auch schon mal Tränen. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, wenn eine Führungskraft dieses enge Verhältnis zu den Mitarbeitenden hat, dann passiert sowas nicht so schnell wie Burnout, oder? Dann kann man wirklich zusammen überlegen, wie geht man jetzt damit um und wie kriegt man dich wieder stabilisiert? Ja, und das muss nicht immer die Führungskraft selber sein. Na, viele Führungskräfte haben einfach nicht die Zeit, zu jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin diese Vertrauensperson zu sein. Und das höre ich auch oft von Führungskräften. Manche Leute brauchen einfach viel mehr davon und manche viel weniger. Ich höre aber auch von Führungskräften, manchmal ist es dann auch Zeit, das selbst im Team zu suchen. Gibt es ja auch oft auf der gleichen Ebene oder
laut einem Herrn Simmel, Dreiecke zu bauen in den Teams, die sich gegenseitig austauschen über bestimmte Themen. Aber das Stichwort ist wieder Verbindung. Ja, und wenn man das kann, leisten kann als Führungskraft, umso besser. Und das ist natürlich heute, wenn die Leute, was weiß ich, 50-60% remote arbeiten, umso schwieriger, ne? Ja, es ist nicht einfach dahin zu kommen. Und der Grund ist, wir haben nicht den gleichen Referenzrahmen. Also du und ich sind gerade in unterschiedlichen Räumen, in unterschiedlicher Distanz zur Kamera. Wir haben aber nur diesen einen Fokuspunkt und ich erfasse dich nicht ganz als Person. Ich erfasse den Raum nicht. Ich weiß nicht, wie die Sonne sich anfühlt bei dir. Das heißt, wir sind schon mal räumlich getrennt. Und dadurch macht unser Kopf schon automatisch was anderes mit der Umgebung. Vielleicht ist mir kalt an den Füßen und vielleicht ist dir ein bisschen zu warm am Oberkörper. Wir fühlen aber nicht das Gleiche. Und je mehr wir eine gemeinsame Basis haben, gerade bei schwierigen Gesprächen, desto leichter ist es, irgendwo hinzukommen, auch gemeinsam. Zusammenzusetzen, sich in die Augen zu schauen, ne? Körpersprache, Gesichtsausdruck zu sehen. Es ist aber so, dass die Menschen immer mehr zu Hause arbeiten wollen. Ja. Das ist doch dann ein Widerspruch in sich, oder? Weil sie dann ja auch alleine sind, beziehungsweise dann in ihrem Umfeld. Sie haben die Führungskraft nicht mehr. Die Führungskraft kann nicht mehr so wirken auf den Mitarbeitenden. Wie erklärst du dir das? Ja, also es sagen tatsächlich, also bei den Umfragen, die ich hier in Brüssel gesehen habe, 9 von 10, dass sie das bevorzugen, zu Hause Ja, zu arbeiten und absolut. auch Das merke ich flexible auch, Zeit ja. zu haben. Ja. Das ist total bevorzugt. Und das liegt ja auch oft daran, ne, viele haben Familie, haben dann plötzlich mehr Zeit mit Familie, mit Partner, auch für sich. Und man hat die gewohnte Umgebung. Das heißt, ich kann meine Umgebung kontrollieren. Ne, ich habe hier meine geile Kaffeemaschine. Da kann ich dann immer hingehen und den Kaffee so machen, wie ich ihn möchte. Auf der Arbeit muss ich vielleicht irgendwie einen Knopf drücken und dann ist die Milch nicht richtig oder so. Und dann, ich habe einfach mehr Stress dadurch. Kann meine Umgebung besser kontrollieren. Ich habe die Leute näher an mir dran, die ich vielleicht auch näher an mir dran haben will. Das kann für viele auch eine Rolle spielen. Für manche ist es auch einfach der Weg zur Arbeit, der total nervig ist und jetzt plötzlich weggefallen ist. Gibt es ja auch. Auch wieder hier in Brüssel fährt man mal ewig lange, bis man irgendwie in der Stadt ist und dann wieder raus. Und das, was aber wegfällt, das haben auch viele gesagt, ist, ich fühle mich gar nicht mehr so richtig als Teil eines Teams. Ja. Aber gleichzeitig fühle ich mich total gut, hier alleine zu sitzen und mein Ding zu machen. Und da die Balance zu finden, da sind wir auf dem Arbeitsmarkt nicht nur bei der Diskussion, wo arbeiten wir, sondern auch wann arbeiten wir und wie fühlen wir uns dabei. Und dahin zu kommen, dass man sich als Teil eines Teams fühlt, da haben wir noch nicht so richtig gute Lösungen auf dem Markt. Genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, ich fühle mich ja nicht gleich wie du jetzt in diesem Moment, weil wir nicht im gleichen Raum sind. Da werden Sachen entwickelt, wie Westen, die einen miteinander verbinden. Aber das wird noch lange Zeit dauern, bis diese Erfahrung ähnlich ist, wie im gleichen Raum zu sein. Ja, und dieser sogenannte Social Kit fehlt ja, ne? Also dieses Unterschwellige, ne? Halt, dass man was mitbekommt und dass auch gewisse Gefühle ganz anders übermittelt werden, wenn mehrere Leute im Raum sitzen. Dieser soziale Zusammenhalt, der einfach vorhanden ist, wenn mehrere Leute zusammen sind, ne? Und ja. Dass auch das Nichtgesprochene spielt ja auch eine große Rolle in einem Unternehmen. Auch die Bindung Absolut. zum Ja. Unternehmen, ne? Das ist alles so eine Geschichte. Und ich merke, dass immer mehr Arbeitgeber, immer mehr Führungskräfte die Menschen in die Firmen zurückhaben wollen. Es gibt ja jetzt schon Berufe, die sich damit beschäftigen oder Leute, die sich damit beschäftigen, die Mitarbeiter wieder zurückzuholen. Und Ja. Ja, und gerade in Umgebungen, wo 1+1 immer mehr als 2 war, ne? Ja. Macht das ja total Sinn. In Arbeitsumgebung, weil das wegfällt. Und es ist ein Unterschied, ob ich mich stumm schalte oder stumm bin. Und ja, ja. Und das wieder in den Raum zu holen, diesen Drive, es gibt ja auch Gruppenflow, das wünschen sich natürlich viele Unternehmer. Die Absolut. Wahrheit ist aber, das hatten gar nicht so viele Unternehmen. Bei vielen war 1+1 = 2 oder vielleicht sogar weniger als 2. Und die wurden zum Teil sogar mehr produktiv, jedenfalls für eine Zeit. Aber was dann passiert ist, mehr Leute gehen. Ja.
Ja. Das stimmt ja. Total. Ja, absolut. Wenn wir werden das Thema auch noch vertiefen, ich fand auch das, was du eben gesagt hast, sehr interessant. Was brauchen die Menschen überhaupt, um ausgeglichen zu sein, um stabil zu sein? Was brauchen sie von der Führungskraft, vom Arbeitgeber? Dieses Thema würde ich gerne in der nächsten Show mit dir besprechen. Noch eine Show. Es gibt noch eine Show, genau. Und am Schluss möchte ich dir nochmal Danke sagen und dir auch nochmal kurz die Gelegenheit geben, auch noch von dem zu erzählen, was du tust. Vielleicht ist der andere ja daran interessiert, auch mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, also ich führe ein Unternehmen, ein Learning and Development ist so die Überschrift, also Lernen und Entwicklung machen wir mit Erwachsenen hauptsächlich und gehen in Unternehmen rein, nutzen wissenschaftliche Fundiertheit, die hoffentlich in diesen Gesprächen rüberkommt und Methoden aus der Kunst, aus der Kultur, um Wertschöpfung im Business zu betreiben. Und das machen wir mit Kursen zur geistigen Gesundheit, wozu Resilienz und Achtsamkeit gehört, was wir heute gehört haben, mit Kommunikationskursen, wo hauptsächlich Teamentwicklung und Teambuildings drin sind und im Bereich situative Führung. Also wie kann ich mich als Führungskraft einstellen, adaptieren auf unterschiedliche Situationen, Veränderungen im Unternehmen oder auch unterschiedliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und da hört man auch schon die große Überschrift, nämlich Veränderungsarbeit raus. Und das machen wir in Kursen, Seminaren, Vorträgen oder auch ganzen Lernreisen, wo wir ein Unternehmen länger begleiten, bei einem Merger und Acquisition zum Beispiel, wo zwei Kulturen zueinander finden sollen. Sehr interessant. Ben, und du weißt ja, ich entlasse dich nicht ohne eine Geschichte, ne? Ja, wirklich. Also okay. dann erzähle ich noch eine, die, glaube ich, ganz gut zu diesem Blog passt, den wir vorhin hatten. Ne? Manche laden sich den auf und andere zerteilen den. Ist eine Geschichte, die ich von einer Freundin gehört habe, von langer Zeit, die ist bei mir hängen geblieben. Und die handelt von zwei Mönchen. Und die haben in einem Kloster gewohnt und da hat alles sehr gut funktioniert. Über viele Jahrhunderte und die hatten eine goldene Regel, nämlich niemals eine Frau zu berühren, sondern sich ganz ihrer Religion zu widmen, ganz den Studien zu widmen, ganz der Meditation zu widmen. Und in unserer Geschichte reisen zwei Mönche zurück zu ihrem Tempel, kommen von einer Bildungsreise nach Hause, ein älterer Mönch und ein jüngerer, der dem Orden neu beigetreten ist, diese Regel aber schon verinnerlicht hat. Und sie kommen in der Nähe ihres Berges, wo der Aufstieg zum Kloster führt, an den Fluss, den sie überqueren müssen und haben festgestellt, dass es ein Unwetter gab und die Brücke, die über den Fluss führt, ist weggespült worden. Und da, wo die Brücke einmal stand, war eine alte Frau, die auf die andere Seite des Flusses wollte, aber nicht rüberkam, weil die Strömung doch sehr stark war. Und der junge Mönch hat die einfach ignoriert und ist über den Fluss gegangen. Und der alte Mönch hat die Frau auf die Schultern genommen und hat sie rübergetragen und auf der anderen Seite wieder abgesetzt und sich verabschiedet. Und die beiden gingen eine Weile weiter. Und irgendwann sagte der junge Mönch, wir haben diese eine goldene Regel und du hast die gerade gebrochen. Und ich kriege das einfach nicht aus meinem Kopf. Wieso hast du die Frau über den Fluss getragen und sie auch dann noch mit Handschlag verabschiedet auf der anderen Seite? Und der alte Mönch schaute den Jungen an und sagte, ich habe die alte Frau auf der anderen Seite des Flusses abgesetzt, aber du trägst sie immer noch mit dir rum. Und ich glaube, das ist was, was wir brauchen, auch Regeln zu hinterfragen und eventuell sogar zu brechen, wenn es die Situation erfordert. Sehr interessant, Ben. Ich danke dir auf jeden Fall heute wieder für deinen spannenden Input. Wir haben viel mitgenommen und wünsche dir noch einen schönen Feiertag. Wir haben ja heute den 1. November, wo wir miteinander sprechen. Und ich bin sicher, wir sehen uns. Ich sag mal, ciao. Ich freue mich drauf. Tschüss. Tschüss.